damals schon als Roboter. Wir sind die Roboter, das war 78. Seit diesem Zeitpunkt haben sich Kraftwerk eigentlich immer mehr reingesteigert, wie soll man es nennen, in die Robotermanie. Sie treten seit dieser Zeit auch gar nicht mehr in Erscheinung. Wenn man Interviews mit ihnen möchte, kriegt man immer nur entweder ein Testbild eingespielt oder der Roboter sitzt da. Anlass war die Europa-Konzertpremiere von Kraftwerk in England. Wir haben sie besucht und gleichzeitig dort auch viele interessante, sagen wir mal, Meinungen aufgeschnappt. DJs unter euch, alle möglichen Leute aus der Techno-Szene nennen Kraftwerk immer noch als eines ihrer großen Vorbilder. Musikalisch haben sie auch unwahrscheinlich viel drauf. Die deutsche Krautrock-Band der frühen 70er Jahre begann, sollte sich im Laufe der Jahre zu einem der anerkanntesten Computer-Music-Acts überhaupt mausern. Das Resultat sehen wir hier. Es kommt wahrscheinlich nicht oft vor, dass englische Musikfans wegen einer deutschen Band Schlange stehen. Die Brixton Academy in London, Juli 91. Kraftwerk spielen das vierte Konzert ihrer England-Tournee. Kraftwerk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Kraftwerk-Konzert ist kein Konzert im herkömmlichen Sinne. Auf der Bühne bauen die Kraftwerke ihr komplettes Klingklangstudio auf. Dank moderner Technologien können sie die vorher gespeicherte Musikshow jederzeit live beeinflussen. Wir operieren die Computersysteme und haben auch Zugang zu den Programmen. Die können also verändert werden, wir können eingreifen, wir können die aber auch automatisch laufen lassen. Das ist also eine Mischung aus, sagen wir, halbautomatischer Musik, eben eine komplette Maschinenmusik. Seit Mitte der 70er Jahre entziehen sich die Düsseldorfer Soundtüftler den Augen ihrer Fans. Roboter übernehmen seither die Öffentlichkeitsarbeit. Nur selten ist die Band leibhaftig zu sehen. Ansonsten vermeiden die Kraftwerker den Eindruck, ihre Musik sei von Menschen gemacht. Erläuterungen zu ihrem Konzept hält Ralf Hütter für überflüssig. Ich brauche eigentlich nicht viel dazu sagen, wenn wir Literatur machen würden oder wenn ich jetzt Roman geschrieben hätte bei Marcel Reich-Ranicki, würde ich da jetzt lange das Buch noch erklären, weil es sprachlich ist. Aber unsere Musik ist nicht sprachlich. Die ist, irgendjemand hat mal geschrieben, das Ende von Gutenberg. Nicht nur klangspezifisch eben, sondern auch Gestalten eben von Computerbildern, Filmschnitten und Visualisierung, Performance. Wir arbeiten auf verschiedenen Sektoren, bauen Instrumente, helfen mit, bauen um und diese ganze Gestaltung dieser Sache, das ist praktisch dann unsere Arbeit. Ein einfaches Rezept. Und trotzdem, so entstand im Laufe der Jahre durch rare Präsenz der Mythos Kraftwerk. Kraftwerk werden ihre Minimal-Playback-Tournee in Amerika und Japan fortsetzen, bevor sie im Herbst wieder nach Europa und dann auch nach Deutschland kommen. In England jedenfalls stieß ihre Tournee nicht gerade auf Begeisterung, sondern eher auf andächtiges Bewundern. We'll be right back.